Herzlich willkommen zu Maler TV. In dieser Folge mal was ganz anderes. Und zwar hat das nicht wirklich etwas mit der Malerei zu tun, aber irgendwie schon doch. Also, wir Maler sind ja immer mit dem Wetter konfrontiert. Im Sommer zumindest, wenn wir viele Fassaden streichen, Zäune streichen oder. Nicht nur wir Maler, sondern generell das Handwerk, Dachdecker, Tiefbau, Gartenlandschaftsbauer und so weiter. Deswegen wollte ich euch heute mal eine Wetterstation vorstellen, und zwar von Wetter Online. Ja, ich habe lange drauf gewartet, bis mein Traum Wirklichkeit wurde sozusagen, weil ich ständig auf mein Handy die Wetter Online App habe mit dem Regenradar. Das Regenradar ist für mich das absolute Highlight, und immer wenn es kritisch wird am Himmel, wenn ich eine Fassade beschichte, dann gucke ich immer, wie ist das Wetter, könnte eine Regenwolke kommen oder verzieht sie sich oder. Bringt gewisse Vorteile, ihr müsst nachher nicht die Farbe vom Boden abkratzen oder abwaschen, und natürlich für den Chef auch Einsatzplanung am Morgen oder am Wochenende, ob es regnet in der Region oder nicht. Wir können hier bei der Wetter Online Home Station, können wir natürlich auch unseren derzeitigen Standort orten lassen, oder wir können hier einen Ort einstellen. Das ist richtig perfekt. Also zu meiner Morgenroutine gehört tatsächlich der Blick aufs Wetter. Wie ist es draußen? Wie warm? Wie kalt? Kann ich heute Abend grillen? Kann ich hier im Pool springen? Oder. Das ganz Besondere hier dran, an dieser Wetter-Online-Station, ist, finde ich, das Regenradar. Ja? Also wenn ihr Besitzer eines Hundes seid oder wir bleiben jetzt mal beim Handwerk, ihr wollt streichen draußen, irgendwie was machen oder. Wärmedämmung, keine Ahnung was. Ihr könnt immer gucken, regnet das gleich oder wie sieht es heute generell aus. Ja? Hier in der Vorhersage jetzt Nachmittag, Abend und Nacht im Moment. Oder die 3-Tage-Wettervorhersage, Freitag, Samstag, Sonntag zum Beispiel jetzt, bietet sehr, sehr viel Spielraum für Planung. Ich möchte euch jetzt mal detailliert diese Wetter-Online-Home-Variante vorstellen im 10-Zoll-Display. Ja, und dann werde ich auch nochmal meinen Kritikpunkt sagen, was mir nicht so gut daran gefällt. Also, gehen wir ganz ruhig Punkt für Punkt mal ab. Und zwar hier oben links seht ihr den aktuellen Wochentag sowie das aktuelle Datum. Hier unten links ganz einfach die Anzeige für Nachmittag, Abend und Nacht. Ja, mit natürlich dementsprechenden Wolken, 2 Regentropfen, Windstärke, Halbmond, Vollmond, wie auch immer. Dann die 3-Tage-Vorhersage, Freitag, Samstag und Sonntag in diesem Fall. Ja. Freitag wird 7 Grad, Samstag wird es 10 Grad. Und hier die aktuelle Uhrzeit in der Mitte mit einer bebilderten Rückansicht, in dem Fall Regen, ja, weil es aktuell regnet und es ist draußen 3 Grad. So, ich wollte eigentlich diese Wetter-Home-Station haben aufgrund dieses genialen Wetterradars, ja, in dieser Größe. Ich sehe immer, wo die Felder sind. Der rote Punkt hier ist, wo ich mich derzeit befinde. Das geht im Moment automatisch. Ich könnte natürlich auch einen anderen Ort einstellen und dann wäre die Karte halt woanders. Gut, ich sehe hier tatsächlich im Moment verzieht sich der Regen, ja, er wandert ab. Es hat geregnet, es ist draußen klitschnass und er verzieht sich im Moment. Das ist ganz gut. Ich kann hier einmal in der Mitte hochziehen und hier kann ich auch meine Helligkeit einstellen, so wie ich das haben möchte. Das ist auch ganz praktisch. Hier kann ich zu den Einstellungen wechseln, und zwar meine WLAN-Verbindung. Hier die Einrichtung des Gerätes ist völlig einfach. Also anstecken, dann wird man nach einem WLAN-Passwort gefragt. Einmal eingegeben und fertig ist die Laube. Ganz, ganz cool finde ich die Funktion, wenn ihr mal den Standort wechselt mit der Wetterstation. Ihr zieht den Stromstecker raus, bleibt alles noch gespeichert. Ihr geht woanders an eine Steckdose dran und alles bleibt gleich. Das ist sehr, sehr cool, finde ich.
Auch ein richtig gutes Feature, wie ich finde, ist das automatische Ein- und Ausschalten des Gerätes. Ihr könnt hier gewisse Regeln einstellen. Und zwar ist das bei mir morgens immer von 6 Uhr bis 7 Uhr, beziehungsweise 7.30 Uhr, irgendwie so um den Dreh habe ich das jetzt eingestellt, von Montag bis Freitag. Ja, da sind wir noch zu Hause, da stehen wir morgens auf und dann in der Küche geht das Gerät dann an. Automatisch morgens um 6, der erste Blick geht drauf. Wie ist es die aktuelle Gradzahl, wie ist es draußen und gibt es Regen, wie sieht es heute Abend aus, wie sieht es vielleicht am Wochenende aus und. Dann, wenn wir zur Arbeit gehen, braucht das Gerät ja nicht laufen. Wir wollen auch alle Strom sparen, deswegen geht das Gerät dann dementsprechend aus. Am Samstag und Sonntag habe ich eine neue Regel eingestellt und da variieren dann halt die Zeiten hin und wieder. So, jetzt könnte ich hier noch zusätzliche Wetterdaten einstellen. Und zwar kann ich hier die Windgeschwindigkeit mir noch anzeigen lassen, die Windrichtung, die relative Luftfeuchtigkeit, der Luftdruck, die gefühlte Temperatur ist auch immer ganz witzig zu sehen, der Pollenflugindex und der UV-Index und sowie Sonnenaufgang und deren Sonnenuntergang. Das sind noch weitere zusätzliche Informationen, wie es draußen aussieht. Ja, wir reden hier von Wetter Online der Home-Variante. Das heißt, wir haben hier keinen, uns interessiert nur das Wetter draußen, nicht wie es hier drin ist, wie die Luftfeuchtigkeit oder wie das Wetter hier drin ist. Wäre das noch da drin, dann würde ich sagen, Hut ab, alter Schwede, das ist richtig gut. Aber völlig in Ordnung. Hier natürlich mein Standort. Ich kann hier per WLAN oder per GPS wird das dann geortet oder ich könnte hier eine Postleitzahl eingeben oder direkt den Ort. Hier habe ich noch ein paar Infos, ja, wie das dann aussieht. Hier kann ich noch eine Infotour starten. Ja, WLAN wie gesagt und das System. Hier habe ich nochmal die Lizenzen neu starten oder was alles geändert wurde oder ich kann das Gerät nochmal zurücksetzen. Ja. Hier kann ich natürlich nochmal mir das alles erklären lassen, was wie bedeutet, ja. Das ist auch ganz nett gemacht, finde ich, von Wetter Online. Man braucht hier überhaupt gar keine Berührungsängste haben. Hier oben geht es einfach zum Wetter zurück. Es ist ziemlich leicht aufgebaut, also auch für ältere Menschen vielleicht sehr gut. Hier brauche ich einfach nur, wenn ich das nicht mehr sehen will oder ich möchte manuell diese Wetterstation ausmachen, muss ich hier einfach nur klicken. Ich bin absolut mit der Wetterstation hier total zufrieden, macht mir einen Heidenspaß, zum Glück habe ich sie. Ich muss sagen, der Preis ist etwas ja, hoch für eine Wetterstation, aber in diesem High-Level-Bereich mit so viel Information plus Regenradar, was sonst keiner ja liefert, in dieser super Übersichtlichkeit, muss ich sagen, in diesem High-Level-Bereich ist das eigentlich ein angemessener Preis mit den großen 10 Zoll Display, ja, das hat auch keiner, farbig und mit einer guten Auflösung. Ich muss sagen, der Preis wäre er ein bisschen günstiger, ja, hätte ich vielleicht noch eine zweite für die Gartenhütte. Und aber ansonsten finde ich den Preis in Bezug auf anderen Wetterstationen ganz okay. Ja, der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist die Rückseite des Gerätes und zwar habe ich hier nur den Ständer. Das heißt, Wetter Online hat sich hat so ein tolles Produkt auf den Markt gebracht, aber ist irgendwie, das Gerät soll man irgendwo abstellen. Irgendwo hinstellen, ich frage mich, warum die das machen. Ja, gewünscht hätte ich mir, dass hier ähnlich wie bei einer Uhr irgendwas, so eine Kerbe wäre, wo ich das irgendwie am Haken hängen könnte und dass ich hier ein Batteriefach oder ein Akku-Pack hätte, sodass ich das per USB oder sowas aufladen könnte. Oder ich kaufe mir Amazon Basics Batterien oder Panasonic Eneloop Batterien, sind auch sehr, sehr gut zum Wiederaufladen. Somit hätte ich ein Möbelstück oder ich hätte eine
in der Küche könnte ich das schön an die Wand hängen. So ist, bin ich immer gezwungen, ich muss es irgendwo hin platzieren, hinstellen. Ja, das Design ist sehr, sehr schlicht gehalten. Ja, in Weiß sieht, finde ich, sehr edel aus mit einer kleinen Wetter Online Markierung. Ja, also ich für mich ist das ein kleines Möbelstück und für mich als Maler kann ich mich immer darauf verlassen, wie ich mich zu kleiden habe, wie ist die gefühlte Temperatur im Moment, minus 3 Grad, ja. Und ich weiß, ziehe ich heute Regenklamotten an, fahre ich mit dem Fahrrad irgendwo hin oder, ja. Also für mich als Handwerker ist diese Art der Information mit dem Regen unglaublich wichtig und das gehört absolut zu meiner Morgenroutine. Okay. Ich habe jetzt viel geredet. Ich bin mit der Wetterstation total zufrieden. Eine ganz klare Kaufempfehlung von mir. Ein kleines anderes Video ist das jetzt hier auf meinem Kanal gewesen übers Wetter, ja. Aber es gehört halt zu unserem Alltag und wir brauchen halt das Wetter oder wir sind manchmal auf das Wetter angewiesen, wenn wir Fassaden streichen, Wärmedämmung oder whatever, irgendwas lasieren wollen draußen. Ich bin jetzt mit meiner kleinen Präsentation von dieser Wetter Home Online Station fertig. Ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwie so ein kleines Kommentar unter dieses Video schreibt. Es war ein anderes Video auf meinem Maler TV Kanal. Ja, es ging heute übers Wetter bzw. über diese Wetterstation. Aber wir sind halt darauf angewiesen, wir Maler, dass wir vernünftiges Wetter haben, damit wir draußen auch die Saison schön durcharbeiten können. Und ob es Regen kommt oder nicht, das müssen wir immer wissen. Und deshalb dachte ich mir, für euch wäre es vielleicht auch mal interessant. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Ihr könnt euch mal eure Kommentare irgendwie unter das Video schreiben, falls es euch irgendwie weitergebracht hat oder weitergeholfen hat. Ich würde mich darüber freuen. Und ja, macht's gut.